Ja, heute früh, kurz vor 6 Uhr, hat ein Zeuge die Polizei verständigt, dass hier in einer Wohnung in der Bismarckstraße in Gunzenhausen 4 Tote liegen sollen. Wie die Polizei am Einsatzort eintraf, hat sich das dann so bestätigt. Ein Mann lag schwer verletzt vor dem Haus, vor dem Anwesen. Und in der Wohnung fand man 4 Tote, 3 Kinder und eine Frau. Momentan gehen wir von einer Familientragödie aus. Wir ermitteln zwar in alle Richtungen, aber es sieht so aus, als wären die Kinder und die Frau, die Kinder im Alter von 3, 7 und 9 Jahren, die Frau ist 29 Jahre, gewaltsam zu Tode gekommen. Und der Ehemann, der 31-Jährige, ist wohl vom Balkon gesprungen oder gestürzt und lag vorm Haus schwer verletzt. Der wurde durch einen Notarzt ins Krankenhaus gebracht und die Ermittlungen laufen momentan. Und die Familie?